Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Grand Theft Auto 3. Ja Leute, wir werden heute mal wieder ein bisschen weiter zocken und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf, hier jetzt weiter zu machen. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange los, wir holen sofort auch Karosserie Garage, wenn wir eine haben. Ja, wir haben eine und machen sofort, ja, eine Telefonmission. Wir sehen sie schon auf der Karte. Und diese werden wir sofort auch mal dann starten. Okay, Legs. Legs. Warum ruckelt das Game? Kannst du bitte aufhören zu laggen? Scheiß Emulation, warum ruckelst du? Schon wieder am Ruckeln. Kann das Spiel mal flüssig laufen? Ich meine, wir spielen hier ein PlayStation 2 Game auf einer PlayStation 4 Pro. Nein, keine PlayStation 3, keine PlayStation 4, sondern eine fucking PlayStation 4 Pro. Warum ruckelt es? Ah, oh, Leute, nee, warte mal, da muss ich aber jetzt gleich mal gucken. Ah, da haben wir aber schon die Mission. Fahren wir da mal hin. Und ich werde dann mal gucken, woran das liegen kann. Eventuell, weil das ist ja wohl jetzt echt die Krönung. Ah, der macht. Ach stimmt, der hatte eben noch ein Update runtergeladen. Wahrscheinlich ist es das. Call of Duty Modern Warfare. Hat er nämlich auf die Version, also von der Version 1.24 auf die Version 1.25 geupdatet und jetzt tut er gerade kopieren, ich würde mal sagen. Wir löschen das mal. So. Dann gehen wir auch wieder ab, zurück ins Game. Und machen weiter. Jetzt sollte das hoffentlich nicht mehr so ruckeln. Ja, ich hoffe, dass es jetzt läuft. Beste Kameraführung. Ah, wir sollen da vorne diesen Van nehmen. Okay, dann machen wir das. Pack ich mal hier meine Karre hin und dann hoffentlich wird die Mission dann was. Let's go! Okay, wir müssen diese Schachtel einsammeln. Weg da! Ach, ein Zeitlimit haben wir ja auch noch. Nee, komm, schnell, schnell. Nein!
Verpiss dich, du scheiß Hurensohn! Ach, scheiße. Oh Mann, okay, dann machen wir eine andere Mission. Das hat nicht geklappt. Du Hurensohn! Nein, 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 nein! Renn, 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 die Wichser, die kriegen uns nicht. Nee, 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 nee. Das leicht mir nicht gefallen. Komm, ich klaue mir jetzt einfach eine Karre. Ah, nimm dieses Auto, komm. Jetzt sprinte, komm. Sprinten, komm, komm, komm. Den holen wir uns jetzt. Hey. Ich will keine Taximission machen. Aber jetzt haben wir auch noch die Cops hinter uns her. Weg da! Heck da! So, jetzt schütteln wir hier ab, komm, zack. Hallo! Mensch, verpiss dich. Spring mal die Cops mit. Ach, leck mich. Mann, jetzt die Mission. Lass mich mal. Okay, let's go. Okay, wir haben auch kein Verhandlungslevel mehr. Perfekt, so muss das. Die Mucke ist geil.
Mann, hier wieder Verkehrschaos. Bis zum geht nicht mehr. Der Bulle wollte uns rammen, ey. Der war ja auch richtig. Habt ihr das gesehen? Dann fahren wir halt weiter. Piss dich von der Straße. Okay, wir müssen da auf die Wiese. Dann let's go. Die Limousine ist aber nicht so gut dafür ausgelegt, um wie Offroad zu fahren. Na egal, machen wir einfacher. I'm Mirai, my favorite lady. You're looking for some fun, a little, some spank. Hey Chico, nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlanta Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Ja. Come on, Spider. Let's go and check out the party. Machen wir das. Hierher dann. Was ist da los? Als ob die Limousine da jetzt nicht rüberkommt. Komm schon. Oh Gott. Geht doch. Mensch, jetzt sie wieder rot. Wegen einem scheiß Taxifahrer da. Ah, die Mission, ja, ich glaube, jetzt weiß ich, ah, genau. Okay. Mach mal. Okay, dann warten wir mal hier. Haben wir uns direkt mal schon mal richtig anständig hingestellt, weil ich kenne die Mission.
Let's go. Wir fahren jetzt Full Speed. Wir haben Geld bekommen. Für was auch immer. Aber nächster. Wir können uns gar nichts. Das war's. Ha. Scheiße, ne? Konnte hier nichts machen. Oh Mann, die KI in dem Spiel. Die ist so durch. Oh, jetzt so Pferden waren die ganze Zeit dagegen. Gleich explodieren die. Wahrscheinlich. Mission erfüllt und dafür haben wir 10k bekommen. Ja, und eben haben wir dafür Geld bekommen. Ich habe keine Ahnung, wofür wir eben Cash bekommen haben. Wahrscheinlich ist einer einen Panzer gefahren, den wir da hatten. Und hier die Cops wieder. Die sind richtig durch. Hier sehen wir zwei Vollidioten. Einen vollidiotischen Cop. Beziehungsweise zwei Idioten. Die versuchen wegzufahren. Oh, sie haben es ein bisschen weiter bewegt. Wohin? Tun wir mal die Cops beobachten, die Idioten. Also irgendwie bewegen die sich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die bringen sich gleich einfach um. Ach du Scheiße. Und Export. Wir haben Lösungen für verschiedene Fahrzeuge nach einem Start auf. Ah, okay. Dann direkt noch einen Job reinbekommen, den wir machen können. Nice. Und die Cops? Ich glaube, das ist gar nichts mehr. Die bringen sich wahrscheinlich irgendwann um. Es ist einfach zu geil, den zuzugucken. Und es regnet auch, damit der Motor gleich nicht explodiert. Naja, gut. Ihr noch viel Spaß mit euren, was auch immer der tut. Hier ist ein geiles Auto, das fährt gut. Das geht gut voran. Naja, da ist die Karre schnell. Die Mafia-Karre finde ich voll geil hier. Weg da! Mein Gott! Seid ihr komplett lebensmüde oder was?
Weil der Karre, die hat mindestens genug Power, da können wir direkt wegfahren. Wenn die uns versuchen, aus der Karre zu ziehen. So, wir fahren jetzt zum Versteck. Wir haben zwar nur eine Mission gemacht, aber das reicht jetzt erstmal. Lassen wir es mal bei einer. Okay, diese Nebenmission ist ziemlich scheiße, also vor allem für mich, der nicht so gut fahren kann. Also da machen wir uns vielleicht irgendwann nochmal Anna ran, vielleicht in der nächsten Folge. Mal gucken. So. Da schauen wir die Karre rein mit geiler Hip-Hop-Mucke. Geile Karre, geile Mucke. Wir speichern mal, damit unser geiler Missionsfortschritt mal wieder gespeichert wird. So, zack. Spiel speichern. Ja, wollen wir. Okay, let's go. Wunderbar. Wir gucken, was wir für Statistiken haben. Ach nee, die sind ja direkt hier. Statistiken Gangster 620. Ist unsere Punktezahl. Spiel absolviert in Prozent. 16 von 13 Prozent macht. Okay. Dann fehlen noch 87 Prozent. Ja, gut, wir werden es oder so nicht die 100 Prozent machen. Wir haben wahrscheinlich schon 20 Prozent, weil wir ja eh nicht wahrscheinlich viel machen werden. Also nebenmissionstechnisch. Ja, sagen wir mal, wir haben so 18, 19 oder 20 Prozent so. Sollte hinhauen. Cool, Leute, der Stream läuft noch nicht so lange. Der läuft zwar jetzt erst 20 Minuten, 25 Minuten, aber ja, ich denke, 25 Minuten reicht mal aus. Ja, wir werden ja dann vielleicht in der nächsten Woche wieder ein bisschen länger dranhängen hier, weil ja, ich will quasi einen Job pro Folge machen, eine Sache, und diese eine Sache haben wir jetzt gemacht. Nicht die, die wir wollten, aber die nächstbeste, die wir ja in der Nähe hatten. Das ist ja dann letztendlich gesehen egal. War ganz nice. War auch eigentlich ziemlich easy. Nicht so die erste. Das war irgendwie ziemlich Krebs. Irgendwie die Fahrphysik in dem Game ist nicht so geil. Und ja, deswegen spiele ich ja schon auf Konsole. Weil dann kann ich mit halbwegs besser fahren. Weil man halt mit Controller logischerweise, also zumindest ich, deutlich besser fahren kann als mit Tastatur. Aber gut, das Ganze war's mit dem heutigen Stream. Ja, für die Leute, die das Ganze als Video nachschauen. Ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.